Sehr bitter für uns. Wir haben sehr wochenintensiv vorbereitet. Der Matchplan war in der dritten Minute mehr oder weniger über den Haufen geworfen. Und ab dann, so wie der Mannschaft nachher gesagt, war ich extrem stolz auf die Performance. Wir waren 50 Minuten einmal weniger. Es war ein unglaublicher Kraftakt für uns, was wir Meter gemacht haben heute, dass wir die Räume zugelaufen sind. Ich glaube, man hat nicht gesehen, wer einmal weniger war. Und sehr, sehr bitter natürlich. Es kann immer mal passieren. Mit einem Elfmeter, aber wie gesagt, das kann leider am besten Fußballer passieren, aber es ist extrem bitter natürlich. Es kann, wie gesagt, wer selber schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, es ist vielleicht in der Situation eine falsche Entscheidung und dann hat man vielleicht zwei Gedanken und spielt dann in der Situation den einen Gedanken nicht fertig. Es kann leider passieren, es ist passiert. Ja, aus der Situation kriegen wir dann das Tor, den Elfmeter. Wie gesagt, ich möchte aber das Positive hervorstreichen, ab dann war ich richtig stolz auf die Mannschaft. Okay, es ist so, dass wir seit einigen Wochen Abläufe üben mit gewisser Anzahl an Spielern vorne. Und dann hast du ab der dritten Minute einen Spieler weniger vorne. Jetzt sind die Abläufe um die Nuance anders. Man glaubt, man hat es heute gesehen, dass vielleicht der Zwischenlinienraum, der Spieler, der bei uns den Ball gehabt hat, vielleicht eine Sekunde zu lang gebraucht hat, dass er den Ball spielt oder den richtigen Ball spielt, weil halt ein Spieler gefehlt hat. Ja, und dann kann aber sein, dass man den letzten Pass nicht ordentlich spielt. Der Trainer hat es ganz gut gesagt. Auch wenn ich jetzt extrem enttäuscht bin und traurig bin, aber ab morgen, also eigentlich schon ab dem Zeitpunkt, wo wir da aus der Kabine rausgehen, müssen wir den Kopf in die Hände tun. Wir müssen ab morgen wieder Vollgas arbeiten. Und ja, ich glaube, auch wie es der Trainer heute schon vor dem Spiel gesagt hat, wir haben einen unglaublichen Lauf gehabt, die letzten fünf Partien. Und ich glaube, heute war es extremst unglücklich. Ich glaube nicht, dass das auch so ausgegangen wäre, wenn wir von Anfang an mit 11 gegen 11 gespielt hätten. Von dem her werden wir uns wieder jetzt extrem gut auf Alltag vorbereiten und da wollen wir auf jeden Fall wieder die 3 Punkte daran lassen. Ich habe ganz kurz mit den Vereinsverantwortlichen gesprochen vorher und wir werden die Woche einen Trainer präsentiert bekommen, was uns wie gesagt sehr, sehr freut, dass wir wieder komplett sind. Und ich werde aber mit großer Wahrscheinlichkeit gegen Alltag auf der Linie stehen. Können Sie uns mal einen Einblick gewähren zu dieser Schlüsselszene am Anfang, die ja euren Matchplan dann auf Papier verändert hat? Jetzt findet ja ein Tormann ohne Zuschauer noch mehr Gehör. Hast du da irgendwo vorher was gesagt? Jetzt die Szene erlebt und am Meter warst du ja auch dran. Wenn wir das den ganzen Komplex nochmal aus deiner Sicht schilderst. Was meinen Sie mit gehört? Was ich gehört? Also hast du vorher jetzt, der Spieler ist ja angelaufen worden, bevor er den Fehler macht. Ja, hast du da irgendwie zugerufen, dass da jemand kommt von hinten? Oder wie? Ja, im Normalfall schon. Und es war dann auch sein Gedanke, dass er mir zurückspielt, er trifft den Ball. Leider ganz, ganz unglücklich. Christian hat schon gesagt, das glaube ich, passiert den allerbesten Fußballern. Und ja, dann startest du, glaube ich, in der dritten Minute war es, oder vierte Minute, mit einem Gegentreffer, was natürlich unseren ganzen Matchplan dann auch auf den Kopf gestellt hat, nur dazu mit einmal weniger. War extremst bitter, aber ich glaube, wir müssen die Jungs auch gegenseitig müssen wir uns jetzt wieder aufbauen, weil sowas passiert, wie ich schon gesagt habe, und abhaken und nächste Woche machen wir es besser. Nochmal zum Elfmeter-Tor. Du hast ja mit Rieder mir mal gesagt vor Wochen, so war dein Bauchgefühl, als du den Meter gehalten hattest. Wie war es jetzt heute gegen Horvath? Wieder genau gleich. Ich habe ihn kurz angeschaut und habe gewusst, der schießt rechts von mir. Leider hat er ihn, glaube ich, sehr gut getroffen. Ich war leicht dran, aber es hat leider nicht gereicht, dass ich ihn halten habe können. Natürlich extrem bitter. Das zeigt jetzt, wie wir mittlerweile als Mannschaft zusammenstehen. Ganz einfach, es gibt heute sicher den einen oder anderen Spieler, dem es nicht gut geht nach dem Spiel. Und ich denke, da sind wir gefragt jetzt als Betreuerteam, als Mannschaft untereinander, dass wir die Spieler auffangen. Und das werden wir machen. Das werden wir machen. Wir sind eine Einheit. Wir sind eine Einheit geworden. Man hat schon jetzt nachher gesehen, man hat schon in der Halbzeit gesehen. Wir werden da drüber stehen und werden gestärkt rauskommen. Ja, ich denke, wir haben jetzt die Qual der Wahl. Wir haben 5 Innenverteidiger, spielen nominell mit einer Dreierkette. Und da ist es einfach so, dass jeder seine Qualitäten hat. Und man kann da auch schauen, ein bisschen formmäßig, man kann schauen,
wie ist der Gegner, was wird gegen den Gegner benötigt, und dann haben wir sich diese Woche so entschieden. Und wie gesagt, hätte aber auch kein schlechtes Gefühl gehabt, wenn die anderen zwei gespielt hätten, weil wir einfach da eine Qualität haben. Ja? Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, die Konstantheit ist extrem wichtig, dass wir konstant sind, das müssen wir ganz sicher noch reinbringen. Ist Schadi im Moment, der ja die meisten Tore geschossen hat, er ist ja so ein bisschen hinten dran. Ist das jetzt dem Konzept jetzt geschuldet oder was sind da die Gründe? Oder eben auch, weil im Training was nicht passt oder auch woran liegt? Nein, überhaupt nicht. Der Seif trainiert ordentlich und es ist ganz einfach so, dass wir die letzten Wochen eigentlich mit diesem System sehr erfolgreich waren und nominell zwei Offensive vorne spielen. Und da gibt es gewisse Überlegungen von uns, aber das kann jede Woche wieder neu aussehen. Ganz einfach, aber wie gesagt, sehr guter Spieler und wir sind froh, dass wir ihn haben.